Es kommt ja nur noch ein Paar, nämlich unsere Deutschen. Minerva, Fabienne Haase und Nikita Volodin, die gestern so toll gelaufen sind. Mini hat gestern zu mir gesagt, der Puls war ganz schön hoch, aber ihr Trainer hat ihm die Aufgabe mitgegeben, von Element zu Element zu denken und vor allem dann auch den Moment zu genießen vor heimischem Publikum. Neukir, Musiken von Vivaldi. Toller Twist zum Auftakt. Man sieht die Konzentration. Wunderbar. Dreifach Tolo Doppelachsel. Und noch einer hinterher. Klasse Auftakt. Super, dreifach Salchow. Fantastisch synchron. Boah, Fredberger dreifach. Letzter Wurf der Salchow und dann ist es eine fehlerfreie Kürleistung für Minerva Haase und Nikita Volodin, die letzten 30 Sekunden ihrer ersten Saisonbestleistung. Die WM dritten Minerva Haase.
Hase, Nikita Volodin verteidigen ihren Titel hier bei diesen 56. Meisterschaften der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf. Mit zwei fehlerfreien Programmen gewinnt dieses Weltklassepaar, und das kann man jetzt sagen, erneut hier in Oberstdorf und zeigt der Konkurrenz, dass mit ihm ganz, ganz vorne zu rechnen ist. Gratulation an die Berliner für diese tolle Leistung hier in Oberstdorf. Mit Abstand sowohl im Kurzprogramm, auch wenn von den Punktrichtern nicht ganz so in Punkten wiedergespiegelt, aber hier nach der Kür wird es so sein. Der souveräne Sieg hier in Oberstdorf. Mit den beiden werden wir noch viel Freude haben, da bin ich mir ganz sicher. Aber für ihn, für Nikita, heißt es jetzt auch kräftig lernen, denn er muss noch viel mehr Deutsch lernen. Da ist er dran, nimmt Deutschunterricht, denn wenn er die deutsche Staatsbürgerschaft bis Mailand bekommen will, dann muss er eben gut Deutsch sprechen können. Auch da sind sie dran, aber jetzt erstmal der Blick auf die tollen Elemente, der Twist. Alles, was sie gezeigt haben, war absolut top. Die Einzelsprünge super, dreifach Tolup. Der Doppelachsel dahinter auch, so wie gestern im Kurzprogramm, vor allem der dreifache Salchow, war absolut fantastisch. Hier kommt er nochmal in Zeitlupe. Einzig, was ich sagen möchte, man merkt, dass die Kür noch neu ist. Man hat die Konzentration über diese 4 Minuten auch spüren und sehen können. Da können sie noch ein bisschen freier werden, das Ganze noch mehr laufen lassen, noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit mit reinbringen. Das wird die Zeit mit Sicherheit bringen. Da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun, um dieses tolle Programm noch mehr auszufeilen. Aber das ist Jammern auf allerhöchstem Niveau. Denn da brauchen wir keine Punktrichter. Ich glaube, das haben wir alle gesehen, die hier zugesehen haben, dass diese beiden hier ganz klar gewinnen werden. Ja, da freut sich jemand. Man sieht die Erlösung in den Gesichtern der beiden. Man hat aber auch die Anspannung, die 4 Minuten gesehen, ob dieses schweren Programms. Und daran müssen sie noch arbeiten, damit das die Leichtigkeit bekommt, die dieses Programm verdient. Das ist natürlich ein absoluter Topwert. 218,5 Punkte. Sind 12 Punkte Abstand zu den Weltmeistern. 12 Punkte Abstand. Das nenne ich mal einen haushohen Sieg für Minerva Fabian Hase und Nikita Volodin mit ihrem Trainer. Hochverdient. Ja, war dann am Ende doch aus deutscher Sicht ein toller Abend. Nicht alle Paare haben das gezeigt, was wir von ihnen erwartet haben, aber es ist ja auch noch früh in der Saison und der deutsche Sieg, der hat uns gezeigt, dass dieses Paar für Deutschland einfach Gold wert ist und darauf kann die Deutsche Eislaufunion sehr, sehr bauen. Ja, meine Damen und Herren, das war ein langer Eiskunstlauftag hier, den wir Ihnen geboten haben aus Oberstdorf, während wir die Zeitlupen noch von Minerva Fabian Hase und Nikita Volodin sehen. Heute Nachmittag gab es schon die Kür der Herren mit sehr, sehr guten Leistungen der Herren. Mit einem Sieg aus Japan. Und jetzt natürlich die Krönung mit dem Sieg von Minerva Hase und Nikita Volodin. Ich sage damit Tschüss aus Oberstdorf, wünsche einen schönen Abend und bis ganz bald mal
wieder beim Eiskunstlaufen. Daniel Weiß wünscht alles Gute und bis bald.